Franz, bei dir, glaube ich, passt's. Da sieg ich immer noch ein bisschen hoch. 4 Tage lang dauert es, bis das Zelt mit dem Sternendach steht. Großer Aufwand für 2 Vorstellungen. Karl Niedermayer macht das 4-mal im Jahr, seit 32 Jahren. Morgen werden hier wieder Artisten, Akrobaten und Clowns in der Manege stehen, alle ohne Gage. Seit er in den 80er Jahren Karl-Heinz Böhm bei Wetten, dass gesehen hat, unterstützt Karl Niedermayer die Stiftung Menschen für Menschen. Für mich ist mir das ganz wichtig, ohne Abzug. Also wenn uns alles, was gespendet wird, wird auch weitergehen. Also es gibt keinen Reinerlös oder irgendwas. Die Helfer sind Freunde. Organisation und Logistik finanziert der 69-Jährige aus eigener Tasche seit 32 Jahren. Als ehemaliger Uhrmacher und Juwelier könnte er eigentlich das Leben und die Rente genießen. Stattdessen schuftet er für Afrika und will damit Freude bereiten, hier und in Äthiopien. Ich möchte das gar nicht, dass das sich da so fürchterlich bedanken, weil das ist ja unsere tiefste Pflicht, das zu machen, in dem Wohlstand, wo wir leben. 700.000 Euro hat er schon eingenommen. Die Stiftung finanzierte damit Kleinkredite für Frauen- oder Brunnenanlagen und 2 Schulen. Mehr als 1.200 Kinder bekommen darin Unterricht, den sie sonst nicht hätten. Wir sind da hingefahren zu den Einweihern und also da laufen ihnen die Tränen runter. Das halten sie nicht aus. Das motiviert weiterzumachen, die nächsten Vorstellungen zu planen. Rund um Neumarkt ist er jeweils unterwegs, der Zirkus Sambesi. Manchmal tritt auch Karl Niedermayer in der Manege auf und legt sich auf ein Nagelbrett. Hat mir da einer vergoldet. Ganz ohne Schmerz geht es nicht ab, das ist schon klar. Mit seinen eigenen Schmerzen versucht er, den von vielen Menschen in Afrika zu lindern. 4-mal schlägt der Zirkus seine Zelte auf im Jahr. Morgen Paasberg. Nächste Station ist dann Neumarkt im Juni.